Okay. Okay, Leute, wir machen weiter bei Secret of Evermore und ja. Hier seht ihr schon, guck mal da rechts, da ist doch irgendwas im Busch, beziehungsweise im Sumpf. Und was könnte das sein? Da oben, das der hat. Mensch. Hey Kind! Hilf mir mal bei dieser Schlange da. Sie gerät völlig außer Kontrolle. Und wir kommen zu einem neuen Was Eldritcher-Kampf. zur Hölle? Ja. So, du kannst sie, glaube ich, schon angreifen, oder? Ne? Aber alles noch beim Alten. Ich mach keinen Schaden, du machst Schaden. Aber diesmal kriegst du wenigstens. Fick dich, Mann, ey. Er ist Alter. tot. Ja. Hast du gesehen, ja, 4,50 abgezogen. Du könntest dich auch heilen. Wir brauchen nicht unbedingt die Blätter immer hernehmen. Das stimmt, hast du vollkommen recht. Hier, du machst die, mach die mal kaputt da. So Achso, ungefähr. kann man kaputt machen? Ja. Null! Gut. Weil die müssen schnell. Die müssen schnell kaputt gemacht werden. Weshalb? Sonst leckt alles. So, okay. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ach Gott, stell ich mich hier blendend an. Wir könnten doch mal die Kristallkugel zeigen jetzt. Aber eigentlich, das lohnt sich noch nicht, glaub es mir. Das ist doch mir egal. Ja, das befürchte ich ja, aber so viel gibt's davon nicht im Spiel. Ich glaube, wir können. Hier macht die alle auf einmal kaputt. Ja, fast. Kann nichts machen. Oh, gut. Ja, Ah. doch, du hast ihn noch getroffen. Das ist auch okay. Das geht auch. So, mal gucken, wo er kommt. Hier ist er. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Diesmal hat er nur zwei geschossen, der Blödmann. Ja, weil noch eins am Leben ist. Achso. Oh Gott. Ja, Und klar. Oh, einer. natürlich. Ja, na komm. Jetzt greifst du mich auch noch an, oder? Na komm. Ja, selbstverständlich. Also, wenn du das nicht gemacht hättest, was dann? Natürlich. Du könntest auch mich mal heilen. Nix. Du dienst hier Aktion M für menschliches Schutzschild. So, wenn er böse guckt, dann greift er an. Pass auf. Der guckt für mich immer Nee, nee, böse. jetzt. Ach, wisst ihr, was, ey. Ja, auf den wollte ich Aha, schießen. Ja, auf gut. den wollte ich schießen. Guck, damit der kaputt ist. Und jetzt kriegt der einen ab. Mal gucken, ob das was abzieht. Naja, 25. Ich glaube, die Schlammer mitzieht, würde mehr abziehen, wenn wir die gelevelt hätten. Aber ich glaube, die haben wir nicht gelevelt, oder? Test es doch mal. 20, ja, ich glaube, die würde echt mehr abziehen. Aber ist nicht schlimm. Das passt schon irgendwie. Wenn du alleine spielst, kannst du hier übrigens einen Glitch machen. Da kannst du mehrere Schlammbomben auf einmal schießen. Oder generell die Zauber. Okay. Ja, da musst du dich auf die Steuerung des Hundes. Ei, Junge, meine Fresse. Ey, das sind doch nur Irrlichter. Was ist denn hier los, Mann? So schwer war der auf dem Super Nintendo doch nicht. Alter, Du ich stellst sie laufe einfach nur dumm an. in jeden Gegner laufe ich rein. Ihr könntet mir, weiß ich nicht, ein Schild aus reinem Mithril geben oder Mithril oder wie man es auch ausspricht, ist mir jetzt auch egal. Tschüss! So, jetzt reicht's. Jetzt werfe ich auf ihn. Auf den Kopf. Warte, der kommt jetzt bestimmt hier irgendwo. Da, pass auf. Nö. Okay, pass auf. Jetzt. Kaputt! Bam! Gut. So. So. Ach ja, ich glaube, der Fächer, dieser. Lalalala. Wo ist er? Hier links. Ich glaube, dieser Blitz ist schon auf Level. Kann ich den so treffen? Nee, ne? Wahrscheinlich Ja, nicht. gut. Ach, meine Fresse. Das wird jetzt wahrscheinlich viel Schaden machen. Nee, aber ich. Ja. Du kriegst nicht mal ein Irrlichttod. Doch, doch, pass auf, guck. Hast du gesehen? Hast du. Ja, war schon mal null. Ja, so wie bei Ja? mir. Dein IQ, ja? Hallo, ich habe ihn getötet. Wie kann er mich zurückschleudern? Alter, das ist mir richtig peinlich, hier so zu zocken. Ah ja, und ja, ich habe ihn. Er wollte aber Zeit, dass du dich nützlich machst. Nur weil du keinen Schaden machst. Ja. Hier, dann bleib mal da stehen. Ja, Also. natürlich. Und der haut einfach. Ja, natürlich, klar. Guck mal. Mist. Die vergessen die ganze Zeit das T. Oh, ich habe ihn kaputt gekriegt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Gegner. Upsala. Levitate. Ja, eigentlich hätte ich nicht vor, dieses komische Sumpfmonster da anzugreifen, aber nicht schlimm. So, die müssen aber. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Erfahrung geben. Oh, 13. Ui. Ach komm, meine Fresse, ey. Jetzt hält er mich hier fest. Hier, stirb. Sollte man auch nicht sagen als Let's Player. Das ist mir so Machen egal. Kannst du gar nicht. Wer sagt denn, dass man das nicht sagen soll? Wer erzählt Ich denn so einen. weiß, ich habe keine Ahnung, es war irgendwann mal in irgendeinem Video. Ja, wer erzählt denn so einen Scheiß? Da könnte ich mich schon wieder drüber abfacken.
Als Let's Player darf. Ja, ach so, genau. Die Leute, die sagen, boah, du musst voll das Vorbild sein. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich sag hier mal. Das siehst du, ich rette dich hier. Ja, danke. Und ich habe einen rosa Rücken. Auch ein Rücken kann entzücken. Wäre noch schön, dass ich mir vorschreibe, dass, was ich in meinem Let's Play zu sagen habe. Ja. Du such mir das Video mal raus. Such mir das Video mal raus. Ja, ich kann mal schauen. Das war irgendein Kommentar. Echt? Oh, du solltest uns beide mal heilen, vielleicht. Das Let's Player nicht stirbt, sagen. Okay, ups. Ja, Leute, was da, das würde mich mal interessieren, was die anderen dazu sagen. Was sagt ihr dazu, zu dieser Meinung? Als Let's Player sollte man nicht stirb sagen. Ich bin mal gespannt, was ihr da. Oh, danke. Krass. Ich habe mir 37 Gehalt. Ich habe mir 37 Gehalt, um danach 32 zu verlieren. Das ist eigentlich eine faire. Ja, doch. Ja, klar. Was hast du denn? Du hast 5 plus gemacht. Wow. So, du hast diesmal da nichts gemacht. Warte, jetzt guck dir gleich wieder affig. Au. Ich hab's zwar auch angegriffen, aber ja. So. Hm, Miss. Ja, als Display darfst du auch nicht Miss sagen übrigens. Ah, ja, stimmt, das habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja, das ist das ungeschriebene Gesetz. Ja, ich mache hier dein ganzes Let's Play kaputt. Echt? Will or the Wisp? Als Let's Play? Soll man das nicht sagen? Geil, ey. Ah, schön. Ah, herrlich. Wenn ich nicht fluchen könnte, könnte ich keine Let's... Junge. Wenn ich nicht fluchen könnte, könnte ich keine Let's Plays machen, glaube ich. Hey, da ist er wieder. Mhm. Boah, der nervt irgendwie. Ja, eigentlich ist der... Der ist total simpel eigentlich. Echt, ohne Spaß. Aber ich weiß nicht, warum die Irrlichter so viel Damage machen. Habe ich irgendein Item nicht ausgerüstet? Nee, alles. Ja, Hardball, no, Level 2. Das ist ja schön. Das kommt ja gerade rechtzeitig. Genau. Lalala. Moment, ich muss den Hardball Level 2, also Axe of Steel, ausprobieren. Als Display darf man nämlich nicht sterben! Meine Güte! Und mich brauchst du nicht heilen. Ich krieg eh kaum Schaden. Ja. Also, als Display darf man kein Hardball Level 2 benutzen. Ja, ja, natürlich! Er war schon tot. Sorry, dass ich warten muss, bis der verschwunden ist. Salbalok, Revinan! Guck mal, ich hab ihn zu dir geschickt. Ich treffe auch so gut. Miss, yay, schön. Ey, dieses Spiel, das geht. Ey, eigentlich ist der total simpel, echt. Der hat auch gar nicht so viel. Also, er hat zwar verhältnismäßig schon gut KP, aber nicht so viel, dass man ihn gar nicht kaputt kriegt. Ja, eigentlich ist es echt sinnvoll. Ah, ja, pass auf, du konzentrierst dich auf die Irrlichter. Richtig, genau. Komm. Ja, ich bin halt nur einfach arg langsam beim normalen Laufen. Genau, so sollten wir das machen. Du konzentrierst dich auf die Irrlichter und ich schieße den Affen. Ich halte sie einfach weg von dir. Ja, ich glaube, ich habe ehrlich gerade gekillt. Ich glaube auch. Irgendwann. Tschüss. Irgendwann hätte ich auch gerne mal ein Level up. Na, wo ist er? Okay, rechts. Auf der anderen Seite. Natürlich. Geh mal, genau. Okay, du musst die. Dog, Attack Now Level 3. Oh, gut. Krass. Du Schwein! Da, seht ihr? Zweimal aufladen jetzt. Ja, dann mach es. Ja, natürlich. Mach ich doch gerade schon. Hä? Moment, habe ich gerade in zwei Richtungen geschmissen? Gute Frage. Warte. Du willst ihn unbedingt damit angreifen, ne? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wer jetzt von uns angegriffen hat. Aber vom Schaden her wahrscheinlich du. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hättest du irgendwie so an die 700 abgezogen. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich vorne gehittet. Ja, dann warte dann. Achso, kannst du gar nicht. Nö, im Moment nicht. Warte, ich lade mich mal kurz auf. Und dann versuchst du es einfach zu schaffen, den zu treffen. Wird mich nämlich auch mal interessieren. Dann halte ich dir die mal kurz am Hals. Okay. Achtung, er kommt jetzt. Ja. Ich habe ihn zwar direkt ins Gesicht, bin ihm direkt in ins Gesicht. In dein gesprochen. Gesicht, Junge, Mann. Er hat dir gezeigt, wer den längsten hat. Und das warst definitiv nicht du. Hier, mach kaputt. Er ist eine verdammte Schlange. Ja, ich muss da erstmal hin. Okay. Jetzt. Ja. Ey, das ist so klar, ey. Das ist so klar, was du für ein. Ja. Mhm. Ja, schön. Wir wären auch mit dem Kampf, glaube ich, schon lange durch, wenn das nicht die ganze Zeit so laggen würde, weil dieses Sprite-Limit erreicht wurde. Ja.
Eigentlich, ich weiß gar nicht, warum der Typ hier mit ist. Eigentlich hätte der Hund alleine unterwegs sein können hier. Aber wahrscheinlich, weil der nicht reden kann oder so. Ja, ja. Ach, das ist gut. Kann ich noch irgendwie deinen Angriff steigern vielleicht irgendwie? Nö. Dann die Verteidigung. So, wo ist er? Warte, lass mich dir diese Öllichter vom Hals halten. Mit dem brauchst du dich gar nicht erst abgeben. Guck mal, wie du da vorbeigehst. Guck mal. Geh mal ein bisschen hoch, ich seh's sonst nicht, wenn er angreift. Ja, warte, jetzt. Yeah! Ey, das ist so viel. Ja, Schaden. Das ist schon kein Schaden mehr, das ist schon monströs. Au. Ja, schön. Ja, so funktioniert's doch ganz gut. Bam! Tschüss. Die fressen. Sorry, wenn ich den Weg rumstanden habe bei dem Endgegner. Ist echt kein. Ey, sorry. Ah, ja. Man muss nur seine Schwäche herausfinden. Meistens bin's ich, aber. Nee, du bist keine Schwäche, du bist einfach nur viel zu stark. Wow! Das Ding war immer hier aus Ende. Dieses Ding war viel furchteinflößender als das Sickening of the Slime City hier, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendein Film mal wieder. Ich glaube, im Deutschen heißt der Typ ja David, glaube ich. What a real life. Ja, ich glaube schon. Ja, das Biest war gerade dabei, mich um meine Hütte zu fressen. Oder meine Hütte zu fressen mit mir darin. Du bist dran, du musst wegklicken. Ach so, okay. Die Fans. Thank you, Zangfu. Ja, dankeschön. It's sunk for sure. Was ist ein sunk? Gesunken, ne? Ja, wahrscheinlich ist es für immer weg. Gute Arbeit. Ja, kein Problem. Ihr könnt mich Blimp nennen. Okay. I work with Swarm. Ja, ich arbeite mit dem Sumpfgasen. Sumpfgasen, oder nicht? Ja. Und Fumebugs. Irgendwelchen komischen Gärbern. Irgendwas halt. Genau. Das erklärt den Stench. Genau. Wie? Stench ist typisch deutsches Wort. Genau wie haven't. I haven't noticed. Ja, ich bin gerade völlig in der Kappe, aber kommt doch rein, ich zeige euch meine Wohnung. Und ja. Genau, lasst euch das. Also lasst euch, Leute, wenn ihr das seht und noch nicht aufgeklärt seid, wenn euch irgendjemand oben ohne anspricht und sagt, kommt in meine Wohnung. Vor allem, wenn er eine Fischgerippe da in der Hand hält, geht mit ihm. Ja, richtig. Es ist nicht die Großhöhle von Makanda, aber es ist ein Zuhause, oder es ist mein Zuhause. Vor allem, wenn er grüne Haare hat. Also, wenn man hier Matschwände und Blätterböden mag, dann ist es schon ganz nett hier. Ja, stimmt. ich kann euch nicht wirklich viel geben dafür, dass ihr mich gerettet habt. Okay, dann töten wir dich. Aber vielleicht könntet ihr das hier haben. Oder vielleicht könntet ihr das hier gebrauchen. Ja, wo hat ihr das Ding jetzt hergezogen? Aus der Fischgerippe. Nee, das ist es nicht. Die haben mir ausgesehen, als ob es das aus der Hose ziehen würde. Ja, genau. Ey, Leute, was habe ich denn da in meiner Hose? Ist das ein Diamant? Oh, nein. Aber fühl doch selber mal nach. Vielleicht täusche ich mich ja. Na gut, also Schlüssel werdet ihr wahrscheinlich auch nicht gebrauchen können. Ein noch schlagendes Herz. Aber nicht das, was ihr braucht. Schön. Da-da. Aha! Hier, nimm diesen Sumpfpfeffer. Receive Mud Pepper. Können wir jetzt genau ein einziges Mal zaubern damit? Dieser Stammpfeffer oder dieser Sumpfpfeffer hat spezielle Fertigkeiten oder Qualitäten, wenn du die richtige Formel dafür weißt. Komm zurück zu mir, wenn du noch einen neuen Pfefferschoten-Gegenstand brauchst. Ja, klar, schlafen. Warum eigentlich schlafen? Das gibt gar keinen Sinn. Wir sind doch voll Anarchie. Wir schlafen jetzt bei ihm. Ja. Bei einem fremden Mann, oberkörperfrei, der sich aus der Hose Pfeffer holt. I hope you had a good job. Gute Erholung. Good job, ja. So, speichern, auf die Uhr gucken. Moment, den noch ein bisschen ausrauben. See you later. Wasser. Hier ist auch irgendwas. Hier. Wasser. Ja, du riechst an seiner Hose. Hier ist nichts. Bei mir? Warte mal. Okay. Also ich glaube, in Buden gibt es... Oh, der ist gerade automatisch dahin gegangen. Okay, gut. Na gut. Dann egal, ich gucke. Nichts. Ja. Okay, wir gehen jetzt noch hier schnell raus. Ne, wir bleiben hier. Genau. Hier können wir stehen bleiben und beim nächsten Mal weitermachen. Ja.
Okay, dann muss ich mich ganz schnell verabschieden. Drago ist auf dem Weg hinter mir. Ich wünsche, dass er mich kriegt. Ich sage hier bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüssi.